Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Rise of Tomb Raider. Ja, wir sind das letzte Mal hier angekommen beim Tempel und werden uns hier umsehen einmal. Ich sollte irgendwo eine Hexe suchen. Das könnte noch sehr spannend werden. Das Ganze. Denn eine Hexe bei Tomb Raider. Meditationsschriften. Ein Ort der Besinnung. Ich hoffe doch. Ohne diesen Ort, diese göttliche Skulptur aus Wind und Stein, wären wir verloren gewesen. Die Geschichte des Spähers, der diesen Ort fand, kennen wir alle. Aber die meisten von euch wissen nicht, wie nah wir dem Tod waren. Verirrt in den Bergen, ohne Nahrung, ohne Hoffnung. Wir hatten Zweifel am Propheten bekommen. Aber der Späher hörte den Klang und nahm ihn als Zeichen. Er allein stieg die Klippen hinauf, angelockt von der Musik. Und dort sah er unsere Rettung. Dieser Schrein ehrt nicht nur ihn und seinen Mut, sondern die Kraft unseres Glaubens. Okay. Wieder neue Informationen erhalten. Der Kraft des Glaubens. Hoppa. Es war irgendeine Art Schrein. Die Menschen sind hierher gepilgert. So, Karte aktualisiert. Die Menschen sind hierher gepilgert. Okay, was ist denn das für eine Zeichen hier? Okay, das sind Heilige. Heiligenscheine, okay. Tische mit Nägeln. Warum legt ihr die Hand drauf? Okay, ja. Nicht dasselbe, aber wie das meiste. Nee, Spaß. So, da drin liegt noch etwas. Das holen wir uns gleich. So. Und trinken wir noch ein Rädchen. So, Rädchen. Und drehe ich mein Rädchen nach oben. Falsche Richtung. Tot. Okay, der bewegt sich was. So. Wenigstens funktioniert das Gegengewicht noch. Okay. Wie geht's weiter? Hier. Eine Türe. Eine Türe hoch. Hallo? Da war. Ah, geht doch. Ja, aber eine kurze Pause gebraucht. Guter Schmied. Komm hoch. So, aber geht's nicht mehr hin? Ein Zusatzraum. Okay, was ist das? Hör uns an. Es heißt, das erste Mal den Klang zu hören, vergesse man nie. Meine Eltern waren mit mir hier, um das Mysterium des Schreins zu erleben. Irgendwann bringe ich meine eigenen Kinder her. Es heißt, ohne die Musik der Berge wären unsere Vorfahren bis zu ihrem Tod umhergewandert. Doch dann haben die Berge sie heimgerufen. So wie sie auch mich rufen. Okay, die Berge rufen Leute. Interessant, interessant, interessant. Ich müsste das Gegengewicht mit der Winde verbinden können. Hier kann ich was drehen. Okay, bringt jetzt nichts. Schlecht. Was ist hier? Okay, da geht nichts, oder? Ich müsste das Gegengewicht mit der Winde verbinden können. Das haben wir doch nicht. Das haben wir wieder nicht. Wie ich mich da gerade hindurch? Oh, wie schlecht mir, aber kommt mit mir überall hin. So. Die Tür wieder hoch. Oder? Entschuldigung. Das ist der Küste. So. Ja, das sieht besser aus. Was ist jetzt passiert? Oh, hier. Okay, die ist da down. Sehr gut. Ah, halt. Oh, kurz mal rein. Schau uns mal das Wandgemälde da drüben. So, hopp. Was ist denn das hier? Ein Engel. Zwei Engel. Ja, der Engel. Okay. Ja. Der Mittlere ist eindeutig mit
dem Seil an der Kurbel festgemacht. Solche Lüge. Geh uns lügen. Bertumpel. Wir decken auf. 00 die Herr ermittelt. So, ja. Komm auf drin. Mist, das Gegengewicht hängt fest. Das ist ein Käse. Ich muss durch diese Tür. Wir müssen durch diese Tür. Komm mal, was wollen. So, jetzt was. Ja. Das Gegengewicht. Wenn ich es nur losbekommen könnte. Super, Trieb. Du hast einen Spielschuss. Und zack. Tada. Okay, jetzt mal hochkommen. Verstehst du? Jetzt passt es. Jetzt zieh dieses Teil zu uns her. So. Jetzt holen wir das da drüben. Was ist das für eine Klinge? Damit müssen wir das hier loslassen. Es wird hier gehen. Wann müssen wir es loslassen? Jetzt? Ja, jetzt. Okay, und die kleinen Schulflocken kommen. Wir müssen das Ganze loslassen. Komm her da. Na, los. Zu spät. Das geht. Oh, jetzt kann ich die Tür öffnen. Glück gehabt. Was muss man machen? Ich muss auch Glück im Leben haben. Oder im Spiel. Auf. So. Ja, das ist kalt, aber trotzdem. Das ist die dicke Winterkarte. Schwer verletzte Verletzungen bleiben. Der Bildschirm mit der Grauen regelt automatisch erneuert. Dieses Gesundheit zur Vaterregeneration erfolgt nur einmal pro Kampf und wird zwischen den Kämpfen aktualisiert. Oh cool. Kampf abgeschlossen. Stimme. Gott. So bleibt man wieder. Ist das toll? Kontrolle wieder haben. So. Ah. Bis zum gottlosen Tal. Geh einfach den hölzernen Steg an der Klippe. Es ist nicht weit zum gottlosen Tal. Dann gehen wir mal weiter. Denn wir sind ja heute gut drauf. Hallo. Geht das nicht? Für die Kiste. Jetzt. Aha. Sieht aus wie Manipel. Eine Zeremoniekleidung, die Priester bei Messen trugen. Okay, das schaut so ziemlich heute auch noch so aus, wenn man in die Kirche geht. Nur ohne Löcher. Gut. So, wir wollen darüber. Los, ja. Ich hab bessere Zeiten gesehen, Leute. Genieß mal nochmal den Ausblick hier. Das ist doch der Hammer, oder? Der Wasserfall. Okay. Geil. Geschwärmt. Weiter geht's. Da müssen wir rüber. Zu denken. Und los. Puh, Glück. Hier ist ein kleines Lager. Großvater scheint es ja bis dahin geschafft zu haben. Du bist schon fast im Tal.
mein Großvaters Lager. Nicht schlecht. Okay. Dann geht's mal weiter. In den Berg hinein. Ich frage mich, ob die Hexe treffen. Ob es die wirklich gibt. Ob es eine Lüge ist. Ich hoffe schon. Ich brauche keine Hexen. Nein. Können wir nicht schlafen. Und diese bösen Hexen. Besser und Gretel. Hinten und Gretel verlieren sich im Wald. So. Jetzt machen wir hier. War hier irgendwas? Gut. Okay. Suche nach Großvater. Durchsuchen Sie die das gottlose Tal nach Nadias vermissten Großvater. Hier. Karte. Nadia, ich glaube, ich habe dein gottloses Tal gefunden. Ich weiß nicht, ob es Baba Yaga ist, aber hier draußen ist etwas. Sei vorsichtig. Das ist ihr Land. Nadia, meine Enkeltochter. Mittlerweile weißt du es. Ich werde in das Tal gehen, um die Hexe zu vernichten. Baba Yaga, ich werde Rache für deine Großmutter nehmen. Es sind Neuankömmlinge in unserem Tal, bewaffnete Männer, die in Helikoptern kommen. Ich weiß nicht, was sie wollen, aber wenn ich gehen will, ist dies meine letzte Chance. Du verdienst es, die Wahrheit zu erfahren. Den Grund. Dein Großvater ist kein weiser Mann. Mit harter Arbeit bin ich ein guter Mann geworden für deine Großmutter. Aber das war nicht immer so. Ich kam aus dem Westen, wo selbst ein kleines Dorf tausende Einwohner hat. Ich war ein fauler Bursche und beim Eintritt in die Partei träumte ich von einem unbeschwerten Leben. Einem bequemen Schreibtisch in der großen Stadt. Aber sie schickten mich hierher ans Ende der Welt. Um Männer und Frauen arbeiten, hungern und sterben zu sehen. Um Teil ihrer Bestrafung zu sein. Ich wusste, dass das böse war, aber ich wusste nicht, wie man kämpft, bis ich sie traf. Okay, die Hexe heißt Baba Yaga. Sind Sie jetzt glücklich, dass Sie das wissen, oder? Ja, bedenklich. Jetzt rum. Schau. Kein Durchkommen. Fangen wir ab. Das Basislager. Das ist immer gut. Und mal das Waffen-Upgrade. Was kann man upgraden? Ne, gar nicht. Hallo? Das Teil lügt. Nichts upgraden. Schade. Und upgrade. Was Rüstung. Hier. Tasche. Kompakter Fehlbeutel. Speicherkapazität für Ressourcen erhöht. Munition, da hätten wir auch was Giftpfeile. Könnt ihr einschlagen in die Giftwolke freisetzen, falls die Todeswolkenpfeile-Fähigkeit bekannt ist. Werden bei der Herstellung Pfeile des verbesserten Typs produziert. Ja. Fähigkeiten. Ein Fähigkeitspunkt. Tödliche Präzision. Ausweichkonter. Was haben wir noch? Oh, kann man anders auch wechseln. Freuen Sie gleichzeitig bis zu zwei Pfeilen seinem separat angesiedelten Ziel ab, während Sie mit vollständig gespannten Bogen suchen. Ja. Atemkontrolle. Plünder. Tierische Instinkte. Finesse. Volltreffer. Okay. Erhöht sie die Zielfixierung? Nee. Ich habe eine
du mal lesen. Tiere fixiert Zeit auf geladene Bogenschüsse. Hören Sie die Munitionsmenge, die Sie an feindlichen Leichen finden. Okay, jetzt noch. Oder aber noch gar nichts. Ist ein reicher Kämpfer. Brandbaum. Afrika-Lerner. Abrissexperte. Holzspitzgeschosse. Stellen Sie Pistolengruppe her, die großen Schaden verursachen und sich für eine tödliche Wirkung beim Aufprall ausweiten. Leichenfallspezialist. Handwerksmeister. Ja, was auch immer. Das Blühen hört sich gut an. Das höre ich. Plünderer. Wie sieht der Plünderer? So, na gut. Ja. Ich muss das Waffen haben, wird auf einmal noch weg. Das ist schade. Das macht nichts. So. Kurz auf die Karte schauen. Okay, wir müssen jetzt hier runter. Ja, gut. Ich würde mal sagen, das lassen wir für heute. Dann bin ich nicht ganz fit, wie man mitbekommt. Und wir schauen in die nächste Folge, wo wir die Hexe suchen werden und die Hexe zur Strecke bringen werden. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, viel Spaß und hoffentlich beim nächsten Mal bin ich gesund. Ciao!